Weiter geht's mit einer neuen Folge God of War Ragnarök. Ja, schön, Leute, dass ihr nochmal eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge hier zum Spiel. Wir haben ja jetzt mittlerweile mehr oder weniger alles erledigt. Ja. In dieser Folge kümmern wir uns jetzt nochmal hier oben um das Portal, um diesen Yggdrasil-Riss. Ja. Den holen wir uns mal. Dafür müssen wir jetzt erstmal mit der Bahn hier hochfahren. Und ja, jetzt so zu Folgenbeginn möchte ich erstmal auf eine kleine Sache ganz kurz eingehen, bevor wir hier hochfahren. Und zwar ja, was für Ausrüstung nutze ich oder eher gesagt, welche habe ich genutzt bei dem Bosskampf gegen die Walkürenkönigin plus gegen den Berserkerkönig? Ja? Ich wurde des Öfteren gefragt, was habe ich da genutzt? Ursprünglich habe ich überlegt, soll ich euch auf die Kommentare so antworten, soll ich da zurückschreiben? Das wäre aber etwas aufwendig, alle möglichen Sachen hier rauszusuchen und dann alles hinzuschreiben. Deswegen zeige ich das mal ganz kurz zu Folgenbeginn. Auf jeden Fall bei der Walkürenkönigin habe ich die gesamte Rüstung von dem Sudre getragen, also die hier, plus hier auch noch das von dem Sudre, einfach die komplette Sudre-Rüstung, ja, die komplette von dem. Das ist die Rüstung, die ihr freispielen könnt in dieser Arena, in dem Schmelztiegel, kurz bevor ja dort der Walkürenkampf ist, ja, dort habt ihr ja noch diese unterschiedlichen Arenen, dort habe ich diese Rüstung freigespielt. Also jedenfalls die Sudre-Rüstung habe ich getragen, ja, für den gesamten Kampf. Hier sind meine Amulette, ja, die ich so ausgerüstet habe, ja. Hier habe ich einfach solche Kombis immer, ja, dass ich so einen Bonus immer habe, ja. Von den unterschiedlichsten Dingen hier. Und ja, jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zur Freya. Ja. Bei ihr bin ich halt auf Betäubung gegangen. Ja. Sie hat hier die Betäubungsklinge. Plus bei Beschwörung, also bei ihrem Zauber, da hat sie auch was zum Betäuben. Ja. Da bin ich nicht auf Schaden gegangen. Schaden wäre vielleicht auch effektiv. Aber ich finde, der Begleiter ist halt gut, wenn er auf Betäubung geht, weil wenn sie den Gegner betäubt, kannst du selbst dann gut draufgehen mit den Fähigkeiten. Oder eher gesagt mit den Runenangriffen. So, und jetzt kommen wir hier zu meinem Knauf. Ja. Ich wurde des Öfteren gefragt, welchen Waffenknauf habe ich bei der Axt? Ja, also die Axt hat bei mir den ganz normalen Knauf. Ja. Das ist, glaube ich, der, den man schon ganz früh zu Spielbeginn bekommen hat. Ja. Ich glaube auch ehrlich gesagt, wenn ich jetzt einen der anderen Knäufe hier komplett verbessern würde, ja, wäre ich sogar noch stärker als jetzt. Aber jedenfalls, ich habe den von ganz am Anfang hier benutzt. Zumindest denke ich, der war von ganz am Anfang. Und zwar den Knauf der Steinschneiderin. Ja. Dann sind hier noch meine Runenangriffe, ja, Biss des Winters plus Fimbulwinternebel. Und bei den Chaosklingen habe ich diesen Knauf. Knäufe des unsterblichen Funkens und beim Runenangriff Tobsucht der Furien plus schwerer Runenangriff. Da habe ich jetzt zwar Meteorschlag ausgerüstet, zuvor hatte ich aber dort was anderes. Da gucken wir mal ganz kurz. Ja, das hatte ich zuvor. Zähmung der Bestie. Ja, das sind so im großen Teil eigentlich alle Sachen. Ja, jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zum Speer. Hier habe ich Schaft der tödlichen Vitalität als Speerzusatz ausgerüstet. Als Runenangriff habe ich hier das mit diesem schnellen Zupieksen, also Stoß der 1000 Soldaten. Und hier bei diesem besonderen Angriff, da habe ich jetzt Ehrung der Gefallenen ausgerüstet. Was ich aber ursprünglich immer ja hier genommen habe, war ja das mit diesem Wirbelsturm. Ja, hier ist es. Weil das halt wieder so auf Betäubung geht. Ja, dieses Betäubungszeug hatte ich ja immer sehr, sehr viel. So. Beim Schild habe ich Rundschild der Auslöschung ausgerüstet. Und ansonsten bei Spartas Rage hatte ich eigentlich immer Mut genutzt. Ja, das, wo du dich ganz kurz ein bisschen regenerieren kannst, wo du dir so einen kleinen Gesundheitsschub verpassen konntest. Und Reliquie, ja, da hatte ich ja auch immer nur diesen kleinen Schadensbuff ausgerüstet. Ja. Können wir ja nochmal ganz kurz gucken, wie der heißt. Ja. Hier unten ist er. Dieser Talisman. Maiken-Talisman gewährt für kurze Zeit einen Nahkampfschadensbonus. Den hatte ich ausgerüstet da. Und ja, jetzt würde ich sagen, kommen wir zu unserem Ziel. Jetzt kümmern wir uns hier um den Riss. Ich hoffe,
Mit diesen Informationen konnte ich jetzt dem einen oder anderen vielleicht etwas weiterhelfen bei dem Kampf gegen den Berserkerkönig und gegen die Walkürenkönigin. Warum gähnst du? Macht der Gewohnheit, nehme ich an, da ich nicht mehr schlafe. Obwohl viel verblüffender ist, dass ich der Müde bin. Ich habe dich tagelang wach bleiben sehen, ohne dass dir die Augen zufallen. Du döst nicht mal. Götter dösen nicht. Ha, sag das mal Thor. So, bis wir kommen. Wir sind gleich bei dir und dann schließen wir dich. Und ja, wenn diese Hinweise so mit, was ich für unterschiedliche Attacken und so nutze, dem einen oder anderen helfen konnte, dann lasst mich das auch gerne mal wissen in den Kommentaren. So, jetzt gehen wir mal dorthin. Wir müssen erst mal ganz kurz schauen, wo muss ich denn da lang, um zu dem Riss hinzukommen. Hier hinten muss es bestimmt irgendeinen versteckten Weg geben, oder? Sonst hätten wir den damals schon gesehen. Es sei denn, wir hatten damals die Aufgabe noch nicht angenommen. Das kann auch gut sein. Hey, Moment mal. Noch ein Zeichen. Die letzte Zutat in dem Rezept. Okay, sehr schön. Hier ist die letzte Zutat. Auch hier ist eine Zutat zu finden. Das Treffen von Yari und Sommer. Ah, genau. Die zwei dachten sich also, gemeinsames Reisen wäre vorteilhaft. Und nicht so einsam. Ja, ihre Bindung zueinander wuchs schnell. Und ihre gemeinsamen Mahlzeiten wurden legendär. Es hieß, wer mit ihnen speiste, wäre wochenlang gesättigt. Das war die letzte der Zutaten. Wir könnten sie zu dem Kessel in Midgard zurückbringen. Ja, machen wir dann auch. Aber jetzt gehen wir erstmal dorthinter. So. Sehr schön. Dann haben wir die Quest durch die neuen Welten dann auch noch fertig. Schöne Sache. Zack. Ja, und hier hatten wir ja damals den Bosskampf, hier auf dieser größeren Fläche, mit dem guten Atreus. Irgendwie vermisse ich ihn. Ich genieße zwar die Zeit so, mit der guten Freya, ja, aber irgendwie wäre ich auch gerne wieder mal mit ihm unterwegs. Aber nun gut. Sowieso habe ich ja eh vor, das Spiel nochmal durchzuspielen, ja. Ich warte eigentlich nur auf neues Spiel Plus, dass das kommt. Dann werde ich das Spiel auch definitiv nochmal durchspielen. Wenn da Interesse noch besteht, würde ich es vielleicht sogar nochmal aufnehmen, komplett, im Ganzen. Ah ja, okay, jetzt weiß ich, wo der Riss sein muss. Hier oben hatten wir so ein kleines Rätsel auch noch zum Lösen. Ich weiß nicht, soll ich jetzt hier die Bahn nehmen oder soll ich den Gehweg folgen? Okay, hier gibt es keine Bahn gerade. Ja, dann muss ich diesem Weg folgen. Ach doch, ich kann die Bahn hier herrufen. Ja, das war ja hier auch sogar das letzte Gebiet, wo wir mit dem guten Brock waren. Bevor er leider ja verstorben ist. Ach, Ruhe in Frieden, Brock. Ich vermisse dich. Gähnst du? Macht der Gewohnheit, nehme ich an, da ich nicht mehr schlafe. Obwohl viel verblüffender ist, dass ich der Müde bin. Ich habe dich tagelang wach bleiben sehen, ohne dass dir die Augen zufallen. Du döst nicht mal. Götter dösen nicht. Ha, sag das mal Thor. Ja, und ich frage mich, warum dieses Gespräch jetzt schon zum zweiten Mal jetzt hier gerade kam. Aber nun gut, das muss ich nicht hinterfragen. Ist vielleicht auch besser so. Allgemein dieses Gespräch hatte ich schon sehr oft, ja. Das mit Mimir, wo er gähnt und so weiter. Bestimmt jetzt insgesamt schon gesehen, so das vierte Mal oder so. Finde ich etwas nervig. Aber nur gut, ich finde es schön, wenn die überhaupt noch reden, um ehrlich zu sein, ja. Dort, da drüben. Was siehst du, Freya? Eine Kletterwand, nicht wahr? Ja. Hier müssen wir hoch. Halt, kann man vielleicht nochmal zu dieser Meerjungfrau? Wenn wir schon einmal jetzt hier in diesem Gebiet sind, dann lass uns mal ganz kurz gucken, ob man nochmal zu der hin kann.
Nee, man kann das jetzt gar nicht mehr drehen hier. Schade. Hätte mich nämlich wirklich interessiert, was man vielleicht noch so mit der bereden hätte können oder ob da vielleicht noch irgendein interessantes Gespräch gekommen wäre oder so über Brock. Gut, gleich sind wir da. Hier vorne muss es jetzt irgendwo sein. Hier drüben sind nochmal solche Steine zum Wegspringen, oder was ist das? Nee, das waren solche Nester. Ja, stimmt, jetzt erkenne ich es. Solche Nester von solchen insektenartigen Gegnern. So nenne ich sie jetzt einfach mal. Kuckuck, lieber Riss, wo bist du? Hier oben, oder? Hep. Na, wo ist er? Da drüben ist er. Okay. Zack, jetzt schließen wir den einmal. Komm her. Los. Weg mit dir. Schön. Das hätten wir. Das müsste der letzte sein. Und das war der letzte. Fantastische Arbeit, schätze ich. Ist mir völlig egal. Du bedeutest mir nichts. Überhaupt nichts. Das ist, toll, mein Freund. Du bist nicht mein Freund. Ha, tschüss, ich hab dich lieb. Du meine Güte. Komischer Kerl. Aber gut. Die Aufgabe wäre jetzt auch geschafft. Ja? Jetzt müssen wir nur noch alles zu Ratatöskre zurückbringen. Ja. Das heißt, das können wir ja jetzt direkt eigentlich mal machen. Ja. Dann machen wir jetzt zum Ratatöskre, bringen die Lindwürmer ihm und danach geht's zum See der Neuen. Und dann gucken wir mal, was wir dann machen können mit diesen Früchten und so. An diesem Topf. Ob dort dann noch irgendwas Interessantes passiert. Dann haben wir auf jeden Fall auch diese ganzen Suchquests ja jetzt hier abgeschlossen. So, und ich würde sagen, den Weg bis zum Portal, den tue ich jetzt einfach mal hier wegschneiden. Ja. Weil das ist im Prinzip der gleiche Weg jetzt einfach nur. Deswegen machen wir hier an dieser Stelle einen kleinen Cut. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, einmal durchs Portal und jetzt auf zu Sindris Haus. Und dann sind wir jetzt auch schon direkt beim Ratatöskre. Tagschen. Das stimmt. Genug darum, da ist er, der Mann, der Garm gezähmt hat. Tausendfache Glückwünsche. Also, irgendwelche Fragen, bevor ihr weiterreist? Der hier hat eine starke Persönlichkeit. Zum Glück kenne ich mich damit gut aus. Die lieben Kleinen sind jetzt alle sicher in ihrem neuen Heim. Ich bin dir sehr dankbar. Gründliche Arbeit. Respekt. Du hast die Drachenkinder gesucht. Warum? Natürlich, um meine quälende Einsamkeit zu lindern. Oh, das war äußerst zuvorkommend von dir. Eigentlich bin ich nicht so offen, aber das ängstliche Eichhörnchen hat wohl das ein oder andere von dir gelernt. Wie war das? Es ist egal, was andere über einen denken, also erlaube ich dir diesen einen Blick auf meine Schwäche. Andere zu brauchen ist keine Schwäche. Meine Güte, solch emotionale Intelligenz erwartet man gar nicht von jemandem deiner Größe. Das ist mir egal. Oh, tja, das war ein reizendes Gespräch. Wie dem auch sei, möchtest du über sonst noch etwas reden? Wir haben offenbar eine weitere deiner emotionalen Erscheinungen getroffen. War allerdings zu nervös, um sich vorzustellen. Ah, das war wohl Sorge. Oh nein, warum redet ihr über mich? Was habe ich getan? Oh, du hättest ihr Geläster hören sollen, schamlos. Was? Oje. Wir haben nicht gelästert. Schäm dich, Bitterkeit. Bist du sicher? Ja, Sorge, in diesem Gespräch gab es keine Schmähungen. Ich habe dich lediglich unseren Abenteurerfreunden hier vorgestellt. Ah, Leute! So, da wären wir. Alles klar, das hätten wir auch erledigt. Jetzt geht's einmal wieder durchs Portal. Und dann kümmern wir uns jetzt hier um unser letztes Ziel. Moment, wo geht's hin? Midgard. Hier hinten wollen wir hin. Die Zutaten wollen wir dorthin schaffen. So, dann tun wir mal hier hinreisen. Ja, und dann geht's mit dem Schlitten dort hoch.
Und dann gucken wir mal, was da passiert, wenn wir die Zutaten dort abgeben. Ob da noch irgendwas Interessantes dann geschieht. Da gucken wir jetzt einfach mal. Ich weiß ja nicht warum, aber irgendwie habe ich die kleine heimliche Hoffnung, dass wir vielleicht die Riesenschlange dann nochmal sehen. Ja? Weil diese Stelle, wo ja dieser Kochtopf und so weiter ist, ist eine sehr hochgelegene Position ja gewesen. Ja? Von wo aus man auch meinen könnte, ja, das wäre eine Stelle, wo dann vielleicht die Riesenschlange hinkommt und du die vielleicht füttern könntest oder so, weiß nicht. Irgendwie habe ich da so eine heimliche Hoffnung. Ob es geschieht, keine Ahnung. Lassen wir uns mal überraschen. Wir machen jetzt einfach mal hier hinter. Warum zeigt es mir eigentlich gerade immer noch diesen Riss als Markierung? Und das verstehe ich nicht. Nun gut, ich habe jetzt einfach mal das markiert. So. Hier zeigt es mir irgendwie den immer noch an, obwohl wir den eigentlich abgeschlossen haben. Ich gucke nochmal ganz kurz hier rüber. Ja, hier oben zeigt es mir den immer noch an. Dann entferne ich den einmal. So. Ja, wir haben ihn ja geschafft. Nur irgendwie ist die Markierung noch da. Dann geht es jetzt hier hinter. Ja, dort oben ist die Position. Dort oben auf dieser Klippe. Dort ist der Topf. Und deswegen meinte ich ja hier jetzt auch, ja, das wäre eigentlich eine perfekte Stelle, so um die Riesenschlange zu treffen. Ja, weil die ist ja auch sehr groß. Dann könnte die dort so hochkommen. Topf. Und essen, ja. Lass uns mal überraschen. Los, meine kleinen Wölfe. Lauft, 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 lauft zum Ziel. Der Weg ist das Ziel. Immer schön dem Weg folgen. Gut. Dort, ab hier. Da drüben. Ab hier könnt ihr nicht mehr weiter. So, was möchtest du hier noch machen, Freya? Denn hier gibt es eigentlich nichts mehr, außer dieses Symbol dort von denen. Denn wir wollen ja zum Topf. Hier hinten haben wir ihn. Beende die Geschichte. Mit Vergnügen. Es heißt, in den Feldern von Jötunheim küssten sich Jari und Somer zum ersten Mal. Oh. Wie konnten sie nach Jötunheim gelangen? Das weiß ich nicht. Der Punkt ist, dass sie unzählige Expeditionen zu wunderschönen Orten unternahmen. Doch irgendwann stellten sie fest, dass das Ziel weniger wichtig war, als einfach gemeinsam zu reisen. Und diese nicht benennbare Sache? Ein Zuhause. Das hatten Jari und Somer ineinander gefunden. Okay, das war's schon. Was haben wir hier? Trostmahlzeit, Ressource. Okay. Alle Werte werden verbessert, stand gerade dort. Wie haue ich mir diese Ressource rein? Irgendwo hier? Na, weiß ich nicht, aber irgendwas stand ja gerade da, dass alle Werte verbessert werden um 5. Oder sind die das jetzt einfach? Kann auch gut sein. Guck mal hier noch mal rein. Weil hier unten haben wir scheinbar was Neues. Aber das sind die Dinger, die wir gekauft hatten. Vom Händler. Ganz schön viele Dinge haben wir hier drin. Wenn man hier mal so nachschaut. Ja, und ich glaube, hier ist das drin, was wir eben bekommen haben. Ja, meine Güte, haben wir ja viel. Ja, und das war's jetzt auch hier mit dieser Quest. Gut, ich hätte gedacht, hier passiert noch irgendwas, aber es war jetzt einfach nur noch was mit der Geschichte. Ich hätte zumindest erwartet, dass wir noch irgendwas mit diesem Topf jetzt hier machen, da wir alle Zutaten haben, aber nee. Das war's dann jetzt hier an dieser Stelle. Und ja, das war auf jeden Fall eine Liebesgeschichte, das Ganze hier. Worum das im Prinzip eigentlich ging, von Anfang an mit dieser Geschichte, ja. Und ich weiß nicht warum. Wenn ich diese Liebesgeschichte so höre, ja, sie haben so zueinander gefunden, ja, ein Zuhause haben sie gefunden mit dem Reisen und so weiter. Wenn ich das schon so höre, denke ich irgendwie auch an Kratos und Freya, ja, also so die Parallelen.
Und ich kann es dir auch nur noch mal sagen. Ich finde Kratos und Freya, die beiden passen gut zusammen. Ja? Also mir würde es gefallen, wenn die beiden in einem Nachfolger zusammen wären. Bin ich ganz ehrlich. Die beiden gefallen mir einfach richtig gut von der Harmonie zwischeneinander. Ich mochte auch immer die Gespräche in der Story zwischen den beiden. Aber gut, Leute, wir haben jetzt hier an dieser Stelle alles soweit geschafft. Wir machen dann jetzt an dieser Stelle hier Schluss. Ich hoffe, die Folge hat euch auch noch mal ein bisschen gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal dann wieder. Entweder in einem neuen Projekt, ja, oder es kommt vielleicht auch noch mal ein paar Videos zu God of War Ragnarok, aber wenn dann nur noch mal ein paar kurze, ja. Es sei denn, ja, lasst mich auch gerne mal wissen, ob ihr, wenn das neue Spiel Plus da ist, noch mal das ganze Spiel sehen wollt auf dem Kanal. Ich denke aber, die meisten wird das nicht interessieren, noch mal die gesamte Story zu schauen, einfach nur New Game Plus, ja. Deswegen, ja, das soll es dann jetzt hier gewesen sein. Die nächsten Projekte, die jetzt auf dem Kanal kommen, sind The Dark Pictures, da der letzte Teil. Und ja, Evil West. Und im Dezember dann Callisto Protocol. Das sind so die Sachen, die als nächstes hier auf dem Kanal anstehen. Ja. Und ansonsten so nächstes Jahr dann natürlich Sachen wie Dead Island 2, Resident Evil 4 Remake, Forspoken. Und so weiter, was da halt alles so rauskommt. Also ihr könnt im Prinzip davon ausgehen, diese etwas größeren Titel und so, aber auch natürlich kleinere Spiele, wie zum Beispiel auch das Evil West, was nächste Woche auf dem Kanal beginnt, wird auch auf dem Kanal kommen. Solche kleineren Titel gibt es auch immer wieder hier auf dem Channel. Warum ich das jetzt noch so als Info zum Schluss sage, ist, ja, ich weiß, dass viele mich jetzt erst kennen seit God of War Ragnarök, deswegen nur so eine kleine Info am Rande, was halt die kommenden Projekte so sind, ja? Was jetzt als nächstes ansteht. Aber nun gut, das soll es jetzt gewesen sein. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ja, über einen Kommentar würde ich mich auch noch freuen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!